Moin, heute möchte ich euch die Bücherneuheiten aus dem ersten Halbjahr 2021 vorstellen, auf die ich mich am meisten freue. Ich habe mich wieder durch die Verlagsvorschauen gewühlt und nach neuen Buchschätzen Ausschau gehalten und das hat wieder richtig viel Spaß gemacht. Mittlerweile weiß man ja auch schon, welche Verlage so das Beste für einen bereithalten und wo man eigentlich immer was findet. Aber man möchte natürlich auch mal neue Verlage oder kleinere Verlage entdecken. Auch da bei den kleineren Verlagen habe ich schon so ein paar Verlage entdeckt, wo ich immer wieder gerne vorbeischaue. Man guckt dann auch auf Websites, wo dann verlagsübergreifend etwas angezeigt wird, aber es gehen einem doch immer wieder Neuheiten durch die Lappen. Deswegen bin ich auch auf so ein bisschen auf euch angewiesen, wenn ihr Geheimtipps habt oder was toll klingt, was vielleicht so in unser Beuteschema in die fantastische Richtung geht, passt, dann schreibt das gerne in die Kommentare und natürlich auch, auf was ihr euch am meisten freut. Ich habe wirklich sehr akribisch geguckt und auch sehr stark aussortiert, also habe mir jetzt wirklich nur Bücher raufgepackt, die mich sehr neugierig machen oder wo ich wirklich überzeugt bin, dass ich die auf jeden Fall einziehen lassen möchte und auch lesen möchte. Da sind jetzt ein, zwei Bücher dabei, wo ich noch nicht ganz genau weiß, aber sie machen mich auf jeden Fall neugierig. Ich habe jetzt keine Bücher hier auf diese Liste gesetzt, wo ich so, ach ja, kann man ja probieren. Nein, ich möchte ja wirklich noch viel akribischer aussuchen und Neuheiten wirklich nur einziehen lassen, wo ich mir sicher bin, dass ich die lesen werde, damit sich's eben hier nicht so sehr ansammelt. Ja, und dabei sind jetzt 11 Bücher rausgekommen. Alle kommen aus dem Fantastischen, also aus den Genres Horror, Fantasy und Science Fiction. Und ich freue mich, euch diese jetzt vorzustellen. Ich habe sie mir alle hier in dieses kleine Notizbuch hier eingetragen. Ich finde, das passt sehr gut, weil der weiße Hase aus Alice im Wunderland ist ja hier auch dabei, gerade etwas anzukündigen. Und ja, da schreibe ich jetzt immer alle Neuheiten rein, die mich interessieren. Mal gucken, wie viele Jahre da reinpassen. Und ich habe mir zusätzlich noch Notizen auf meinen Notizblock gemacht und ich habe mir mein altes Handy rausgesucht, damit ich euch auch die Klappentexte vorlesen kann, weil ich filme ja mit meinem jetzigen aktuellen Handy und ja, komme denn da sozusagen nicht dran, wollte jetzt aber auch nicht extra irgendwas ausdrucken. Das wäre ja auch ein bisschen Papierverschwendung und Zettelage gewesen. Ich habe das jetzt alles schon so vorbereitet und werde euch die Neuheiten jetzt chronologisch zeigen, also wie sie erscheinen, von Januar bis Juni und werde dann Mitte des Jahres noch ein Video machen, wo ich euch dann die Bücherneuheiten vorstelle, die im zweiten Halbjahr 2021 erscheinen werden. Vielleicht sind das dann so viele Neuheiten, dass ich es da noch mal aufsplitten muss, aber so jetzt im ersten Video passt die Anzahl mit 11 Büchern auf jeden Fall, finde ich. Ja, wir fangen mit dem ersten Buch an, was jetzt, wenn das Video erscheint, auch schon draußen sein müsste. Und zwar ist das Das Vermächtnis der Seherin von Christoph Lode. Das Buch erscheint im Drömer Knauer Verlag und das ist eben so ein Verlag, wie ich eben schon gesagt habe, wo man ja wirklich viel findet, also ich viel finde, was ich sehr, sehr gerne mag aus den Genres Horror und Fantasy und auch Thriller. Findet man da immer wieder tolle, tolle Sachen. Und ja, hier, das ist jetzt so ein Ding, wo ich noch ein bisschen abwarten möchte und gucken möchte, was andere vielleicht sagen und inwiefern mich das weiterhin anspricht. Aber ich muss sagen, es ist schon eine tolle Mischung. Und zwar ist das eine Mischung aus historischem und auch Fantasy. Und das Buch ist bereits schon damals erschienen. Ich weiß gar nicht genau wann, aber es ist schon ein Buch, was älter ist, schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und jetzt neu erschienen ist, eine neue Auflage erschienen ist und mit einem neuen Cover versehen wurde. Und ich finde, wenn man sich die Cover mal so anguckt, dann sind da durchaus Unterschiede zu erkennen, worauf dieses Design hinaus möchte und welche Zielgruppe es anspricht. Das alte Cover geht total in die historische Schiene, also da glaubt man eigentlich so einen ganz normalen, klassischen historischen Roman vor sich zu haben. Das andere sieht dann schon so ein bisschen magischer aus und spricht mich dann auch mehr an. Ich weiß nicht, was hier mehr überwiegt, das Historische oder die Fantasy. Ich bin dem Historischen gar nicht so abgeneigt, außer es sind da sehr viele historische Fakten und sehr viel Intrigen und Politik mit eingewoben. Das kann natürlich durchaus hier auch sein, aber ich hoffe hier, dass die Fantasy auch schön einen großen Anteil besitzt. Und jetzt wollen wir natürlich auch wissen, worum das Ganze denn sich dreht.
Und ich lese euch einmal den Klappentext vor. Historische Fantasy vom Bestseller-Autor akribisch recherchiert, mitreißend erzählt. Das Vermächtnis der Seherin ist ein Mittelalter-Roman um eine jüdische Gauklerin, eine gefahrvolle Suche und einen mysteriösen Schrein, der ein fantastisches Geheimnis birgt. Weder Spielleiter noch Juden sind im 13. Jahrhundert in Frankreich wohlgelitten, und so ist die jüdische Gauklerin Rahel ein hartes Leben gewohnt. Doch seit der Erzdiakon von Paris dem jüdischen Volk persönlich den Kampf angesagt hat, scheint die Bedrohung stetig zu wachsen. Da erfährt Rahel von der geheimnisvollen Wahrsagerin Madora, dass ihr früh verstorbene Mutter eine mächtige Seherin war, die dem Geheimbund von Endor angehörte. Dessen Heiligtum, der Schrein von Endor, soll über magische Kräfte verfügen. Madora will den Schrein aufspüren, um drohendes Unheil vom Volk der Juden abzuwenden. Doch dazu benötigt sie Rahels Hilfe. Die Gauklerin hat von ihrer Mutter ein altes Lied gelernt, das verschlüsselte Hinweise auf das Versteck des Schreins enthält. Eine gefahrvolle Reise durch die winterlichen Alpen beginnt, denn auch der Erzdiakon ist längst auf der Suche nach dem Schrein. Doch kann Rahel Madora wirklich trauen? Ja, ich finde, das klingt wirklich toll, nach einer tollen Mischung, und hier sind halt wirklich wieder so einige Reizwörter dabei, die mich sofort triggern und ansprechen. Zum einen mal das Wort Gauklerin und fahrendes Volk. Ich mag ja sehr gerne das Setting eines Zirkus, eines Jahrmarkts, und auch Gaukler fallen für mich so ein bisschen in diese Richtung. Und das spricht mich an. Dann dieses geheimnisvolle Lied, wo Geheimnisse drin stecken. Das finde ich schon eine tolle Idee. Die Mischung allgemein ist natürlich auch was Besonderes. Und dann noch dieses winterliche Setting durch den Alpen spricht mich auch an. Also jetzt, wo ich es nochmal durchgelesen habe, glaube ich, kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass das hier einzieht. Und dass ich das sehr, sehr gerne lesen werde. Und vor allem ist das vielleicht auch mal ein bisschen was anderes, weil eben auch dieses Historische mit drin steckt. Ich hoffe aber, dass es nicht zu sehr in dieses Politische geht mit den Erzdiakonen und zu viel Intrigen und historische Fakten birgt. Aber dieses Abenteuerliche wiederum finde ich dann wieder toll. Also ja, falls ihr das Buch schon kennt, weil es ist ja schon erschienen, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich hatte in den Rezensionen ja so ein bisschen nachgelesen, dass viele historische Leser so ein bisschen überrascht und vielleicht auch nicht so ganz angetan waren von der Fantasy. Aber ja, wenn man sich das Cover so anschaut, das alte, dann ist das ja auch kein Wunder, dass die Leser da überrascht waren, weil man dahinter auch überhaupt nichts Fantastisches an irgendwas Fantastisches glaubt, obwohl der Klappentext das natürlich auf jeden Fall hergibt. So, dann gehen wir weiter, und zwar an den 1.2., am 1. Februar, da erscheint die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig, auch im Drömer-Knauer Verlag. Und ja, das Buch habe ich mir bereits vorbestellt, denn das wird auf jeden Fall gelesen und wird auf jeden Fall einziehen. Ich habe ja Ich und die Menschen von Matt Haig als Hörbuch gehört vor einigen Jahren. Und das hat mir schon sehr gut gefallen, diese Mischung aus Intelligenz, Witz und Charme und so ein bisschen philosophische Themen mit drin, hat mir so gut gefallen. Und dann auch noch Science-Fiction-Einflüsse. Also es war wirklich eine skurrile, coole, intelligente Mischung. Und jetzt bei die Mitternachtsbibliothek kommt natürlich auch noch das Thema Buch hinzu. Eine zauberhafte Bibliothek. Ja, da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Und ja, bei diesem Buch ist auch schon eine Leserunde angekündigt. Und zwar mit der lieben Anja von den Book Friends habe ich mich zusammengetan. Das wäre dann unsere erste Leserunde gemeinsam. Und da freue ich mich extrem drauf. Wir haben uns den März ausgeguckt, wo wir das zusammen lesen wollen. Und ja, das wird bestimmt richtig, richtig toll. Und auch hier soll es natürlich auch einen Klappentext geben, den ich euch vorlesen möchte. Man brabbelt immer so ein bisschen vor sich hin, damit man ein bisschen Zeit schindet, bis man an den Text hingekommen ist, so angekommen ist. Stell dir vor, auf dem Weg ins Jenseits gäbe es eine riesige Bibliothek, gesäumt mit all den Leben, die du hättest führen können, Buch für Buch gefüllt mit den Wegen, die deiner hätten sein können.
Hier findet sich Nora Seed wieder, nachdem sie aus lauter Verzweiflung beschlossen hat, sich das Leben zu nehmen. An diesem Ort, an dem die Uhrzeiger immer auf Mitternacht stehen, eröffnet sich für Nora plötzlich die Möglichkeit, herauszufinden, was passiert wäre, wenn sie sich anders entschieden hätte. Jedes Buch in der Mitternachtsbibliothek bringt sie in ein anderes Leben, in eine andere Welt, in der sie sich zurechtfinden muss. Aber kann man in einem anderen Leben glücklich werden, wenn man weiß, dass es nicht das eigene ist? Bertelg ist ein zauberhafter Roman, darüber gelungen, dass uns all die Entscheidungen, die wir bereuen, doch erst zu dem Menschen machen, der wir sind. Eine Hymne auf das Leben, auch auf das, das zwickt, das uns verzweifeln lässt und das doch das Einzige ist, das zu uns gehört. Auch wieder so ein bisschen fantastischer Anteil dabei, auch wieder ein philosophisches Thema, wo man wirklich mitdenken muss und über sein eigenes Leben nachdenkt. So war das auch bei Ich und die Menschen, wo es eigentlich eher so darum ging, was ein Mensch eigentlich ausmacht. Und ja, auch dieses Thema hier finde ich wieder extrem spannend, das zusammen dann mit dieser Bibliothek. Ich weiß gar nicht, einerseits würde ich es schön finden, in so eine Bibliothek zu kommen, andererseits würde ich es ein bisschen beängstigend finden, zu schauen, was aus mir hätte werden können. Aber ich denke, dass die Protagonistin auch durch diese Hölle und durch diese Möglichkeiten jetzt gehen muss, um dann zu erkennen, was wirklich wichtig war und dass das vielleicht genau so laufen musste und dass sie damit dann auch zufrieden sein kann. Wir werden sehen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr und freue mich auch so ein bisschen, dass das Cover hier nochmal geändert wurde. Es sah nämlich ein bisschen anders aus vorher und jetzt hoffe ich, dass das das Neue ist und dass wir nicht nochmal zurückgehen, weil das fand ich irgendwie nicht so schön, auch wenn das gar nicht so unterschiedlich ist, aber das Motiv an sich finde ich irgendwie ein bisschen schöner. Ich bin ja da so ein bisschen Verpackungsopfer, muss ich ja leider immer ein bisschen zugeben. So, und jetzt kommen wir zum 10.2. Wir sind immer noch im Februar und auch eine Schönheit an Buch ist das. Die stillen Gefährten von Laura Purcell erscheint im Festa Verlag. Auch da finde ich immer mal wieder etwas. Festa ist ja eher bekannt für Extremhorror, aber ich finde, in den letzten Jahren haben sie auch immer wieder so ein bisschen in andere Richtung geguckt, wo es ein bisschen tiefgründiger geht, auch ein bisschen emotionaler. Und da habe ich mich immer wieder gerne wiedergefunden. Ab und zu haben sie auch ein paar alte Klassiker wieder rausgebracht. Und das ist jetzt wieder ein Buch, was mich hier sehr anspricht, wo es nicht ins Extreme hineingeht, dennoch etwas Düsteres hat. Ich hoffe, sehr atmosphärisch ist und das klingt dann nach einer ganz tollen, ja, viktorianischen Geistergeschichte. Und ich glaube, das ist auch ein Untertitel dieses Buches. Einige Türen sind aus einem bestimmten Grund verschlossen. England 1866. Als Elsie den reichen Erben Rupert Bainbridge heiratet, glaubt sie, nun ein Leben im Luxus vor sich zu haben. Doch nur wenige Wochen nach ihrer Hochzeit ist sie bereits verwitwet und dazu schwanger. Elsie bezieht das alte Landgut ihres verstorbenen Mannes. Da ihre neuen Diener ihr gegenüber äußerst reserviert sind, hat Elsie nur die ungeschickte Cousine ihres Mannes zur Gesellschaft. Zumindest glaubt sie das. Doch in ihrem neuen Zuhause existiert ein verschlossener Raum. Als sich dessen Tür für sie öffnet, findet sie ein 200 Jahre altes Tagebuch und eine beunruhigende, lebensgroße Holzfigur, eine stille Gefährtin. Ja, ich finde, es klingt besonders so, der Anfang klingt so ein bisschen nach Rebecca, Klassiker von Daphne du Maurier. Aber auch so ein bisschen nach klassischen Geistergeschichten. Aber das mit dem Tagebuch und dieser Holzfigur finde ich dann wieder eine tolle Mischung. Ich hoffe, dass es auch ein bisschen was Eigenes hat. Sonst hört sich ja sehr klassisch an. Aber ich finde gerade das mit dieser Holzfigur, das habe ich jetzt noch nicht so gelesen. Und ja, das Optische ist natürlich der Oberknaller, ne? Also dieses schwarz-goldene. Und ich glaube, es hat sogar einen goldenen Buchschnitt, das Buch. Und das Buch habe ich mir auch schon beim Festa Verlag als Rezensionsexemplar angefragt. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf, wenn das klappt, wenn das hier eintrifft. Das ist wirklich ein Schmuckstück. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass mich der Inhalt begeistern kann, dass das Schmuckstück dann auch irgendwann mein Bücherregal zieren darf und dass es nicht ausziehen muss.
Aber da bin ich jetzt erstmal sehr positiv gestimmt, weil diese viktorianischen und sehr klassischen atmosphärischen Horrorgeschichten, Gruselgeschichten, das ist ja genau meins. Und ja, da hoffe ich sehr, sehr drauf, dass mich das begeistern kann. Wir gehen zum März über. Und zwar erscheint am 15.03. Paulsens Peak von Jörg Benne aus dem Manticore Verlag. Auch das ist eher ein kleinerer Verlag, den ich aber schon seit einigen Jahren immer wieder beobachte. Und da kommt immer wieder was Tolles raus. Unter anderem dann auch Fantasy-Spielebücher, die ich euch ja in den letzten Jahren auch immer wieder mal vorgestellt habe. Die sind ja nicht neu und seit den 80er Jahren gibt es da eine große Fangemeinde für diese Fantasy-Spielbücher, aber ich habe sie halt erst ja seit einigen Jahren erst für mich entdeckt und euch dann jetzt auch immer mal wieder eins vorgestellt. Und das ist wieder so eins, was mich sehr anspricht. Man ist ja da in diesen Büchern der Protagonist. Du wirst da mit du angesprochen, beziehungsweise du schlüpfst in die Rolle des Protagonisten und kannst immer am Ende eines Abschnitts entscheiden, wo es weitergeht. Du bekommst mehrere Möglichkeiten und bekommst gesagt, wenn du diese Möglichkeit auswählst, dann musst du auf Seite so und so weiterlesen. Dann sind meistens auch Rätsel dabei enthalten, damit du auch überhaupt irgendwie weiterkommst. Irgendwelche kleinen Spielchen oder auch Kämpfe mit Würfeln oder Spielkarten. Die Regeln sind mannigfaltig, aber immer so das Konstrukt ist immer dasselbe. Und das hat mich damals schon sehr, sehr fasziniert, weil es ein ganz anderes Leseerlebnis bist, weil du halt mittendrin in deinem eigenen Abenteuer bist und viel mehr involviert bist und es natürlich noch interessanter macht, weil du halt selbst rätseln und spielen musst. Und das Interessante ist auch, dass du halt verschiedene Enden heraufbeschwören kannst. Und das Buch, wenn du es öfter liest, halt auch verschiedene, wenn du dich verschieden entscheidest, auch einen unterschiedlichen Verlauf nimmt. Und somit sind die Bücher natürlich noch viel nachhaltiger, weil die ja einfach zwei, dreimal ein unterschiedliches Leseerlebnis geben. Paulsens Peak entführt euch in das gleichnamige Herrenhaus, das verlassen auf einer Klippe an der Ostküste Englands steht. Gemeinsam mit eurem Freund Sid müsst ihr das Haus erforschen und herausfinden, was es mit dem hohen Stromverbrauch auf sich hat, für den es keine Erklärung gibt. Dabei könnt ihr euch über einen Grundriss des Hauses frei bewegen und von Raum zu Raum wechseln, sammelt Hinweise und findet nützliche Gegenstände, die euch in anderen Räumen Türen öffnen, und so kommt ihr Schritt für Schritt hinter die Geheimnisse von Paulsens Peak. Dabei liegt der Fokus auf Rätseln, die euch immer wieder den weiteren Weg versperren, ähnlich wie in einem Escape Room Spiel. Aber keine Angst, Sid begleitet euch nicht ohne Grund. Wenn ihr mal nicht weiter wisst, hat er einen Tipp parat oder kann das Rätsel auch für euch lösen, ohne die eigentliche Lösung zu verraten, sodass ihr nicht feststecken könnt. Es gibt aber auch klassische Spielbuchsequenzen, in denen ihr Entscheidungen trefft, die den weiteren Verlauf beeinflussen und auch, ob ihr am Ende wirklich alle oder nur einen Teil der Geheimnisse gelüftet habt. Paulsens Peak ist also eine Mischung aus Graphic Adventure, herumlaufen, Gegenstände finden und anwenden, Escape Room, Rätsel knacken und Spielbuch. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung. Zeigt auch, dass es jetzt kein klassisches Spielebuch ist, weil da ist es meistens eher auf die verschiedenen Entscheidungen fokussiert, und hier ist es ja eine Mischung oder sind die Rätsel noch mehr im Vordergrund. Und ja, dieses Escape Room-Erlebnis ist ja im Moment auch in aller Munde und spricht mich ja auch immer wieder an. Ja, und da ist natürlich auch das Setting wieder ausschlaggebend gewesen, auch wieder so ein gruseliges Haus. Und dann so einen Grundriss zu haben und dann zu überlegen, wo gehe ich lang und mich dann selbst entscheiden zu können, gehe ich jetzt da oder da lang, das ist bestimmt extrem cool gemacht. Und da freue ich mich auch sehr drauf, da wieder ein neues Fantasy-Spielbuch für mich zu entdecken. Am 22. März erscheint Scholomance tödliche Lektion von Naomi Novik, eine ja, Schriftstellerin, die schon bekannt ist aus dem fantastischen Bereich und auch aus dem Jugendbuchbereich. Und da bin ich auch schon sehr gespannt, auch wenn Jugendbuch jetzt nicht immer genau mein Leserherz trifft, das hörte sich wieder ganz, ganz toll an. Und zwar haben wir hier wieder eine magische Schule im Vordergrund, die aber doch ein bisschen anders abläuft, als wie man das sonst kennt.
Eine Magierschule, in der Versagen den sicheren Tod bedeutet. Skullomance ist eine Magierschule, wie es sie noch nie gegeben hat. Keine Lehrer, keine Ferien, Freundschaft nur als Mittel zum Zweck und sehr ungleiche Überlebenschancen. Es gibt nur zwei Wege heraus aus der Schule, die Abschlussprüfung oder den Tod. Galadriel, genannt El, ist bestens vorbereitet auf die Gefahren der Schule. Sie hat zwar niemanden, der ihr hilft, aber eine starke, dunkle Gabe, mit der sie problemlos auf einen Schlag die Monster auslöschen könnte, die überall in der Schule lauern. Aber das würde auch ihre Mitschüler treffen. Anders als der unerträgliche Schulstar Orion, der ständig Leben rettet, tut El deshalb alles, um diese Gabe nicht zu nutzen. Es sei denn, sie hat keine andere Wahl. Skullomance bietet dunkle und gewitzte Abenteuer voller unerwarteter Wendungen. Ja, und das ist der erste Band einer Trilogie, wie es hier schon angedeutet wird. Und ja, ich finde, es klingt sehr, sehr düster. Und es ist zwar eine Magierschule, und das sind ja auch immer so Elemente, das mag ich sehr, sehr gern. Zwar hat das immer so den Geschmack von, okay, noch so etwas, aber sowas lese ich einfach gerne. Und ich glaube, viele andere auch. Und ich mag es halt gerne, wenn die Autorin oder der Autor dann irgendwas Besonderes noch mit reinnimmt. Und so scheint es hier auch zu sein, so mit Monster an der Schule und ohne Lehrer. Wie wird denn da überhaupt unterrichtet und wie wird entschieden, wer besteht? Also ja, sehr, sehr spannend. Und auch da finde ich das Cover sehr, sehr hübsch und ja, freue ich mich, wenn ich das entdecken darf. Wir machen weiter mit den April. Und zwar erscheint am 13.04. Der Zorn der Regenmacher von Timo Leibig. Leibig webt seine packende Geschichte um ein Grauen, das ebenso aus der Tiefe des Meeres aufsteigt, wie aus den Schatten unserer Seele. Seit Wochen geht Regen über der Küstenstadt Lahab nieder. Ernten sind vernichtet, Wasserströme höhlen die Straßen aus, die Menschen werden krank. Lena gehört zu den Heilerinnen der Stadt, den Schwestern der Zeichen. Doch Lena verbirgt ein schreckliches Geheimnis vor ihrer Gilde. Sie weiß weit mehr über den Ursprung der Krankheit, als ihr lieb ist, und doch ist sie dem Schrecken hilflos ausgeliefert. Als Lena alle Hoffnung auf Rettung aufgibt, trifft sie auf die Schmuggler Henning und Nante. Die verwegenen Zwillinge haben auf See eine unheimliche Begegnung gemacht. Nur gemeinsam können die drei das Rätsel des nicht enden wollenden Regens lösen und gegen die wahre Bedrohung für Lahab kämpfen. Und die stammt aus der Tiefe des Meeres. Ja, hier war ich mir auch erst nicht ganz so sicher, aber dann dieses maritime Thema, das hat mich dann überzeugt, das Grauen aus der Tiefe, dass es dann nicht nur um den Regen ging, der irgendwie etwas Grauen gibt, sondern allgemein aus dem Meer kommt und dann vielleicht ein Abenteuer auf See das Ganze noch ein bisschen spannender macht, ja? Das könnte mir gut gefallen, auch wenn der Klappentext bei mir nicht sofort gezündet hat, aber die Pressestimme und dann nachher das Ende mit dem Meer, das hat mich dann wieder gepackt. Ebenfalls am 13.04. erscheint Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte von T.J. Klun. Das Buch erscheint im Heine Verlag und das ist auch wieder so ein Verlag, da kann ich mich dumm und dusselig kaufen. Also da kommen sehr, sehr viele Bücher heraus im Fantasy-Bereich, die mich total ansprechen, wo aber auch meine Lieblingsbücher oder viele Lieblingsbücher erschienen sind. Und ja, aus den verschiedensten Genres mag ich das einfach sehr, sehr gerne und ich mag diese broschierten Ausgaben auch aus dem Heine Verlag sehr. Die fassen sich einfach gut an, die lassen sich sehr gut lesen. Linus Baker ist ein vorbildlicher Beamter. Seit Jahrzehnten arbeitet er in der Sonderabteilung des Jugendamtes, die für das Wohlergehen magisch begabter Kinder und Jugendlicher zuständig ist. Nie war er auch nur einen Tag krank. Und das Regelwerk der Behörde ist seine Gute-Nacht-Lektüre. Linus' eintöniges Dasein ändert sich schlagartig, als er auf eine geheime Mission geschickt wird. Er soll das Waisenhaus eines gewissen Mr. Parnassus, das sich auf einer abgelegenen Insel befindet, genauer unter die Lupe nehmen. Kaum dort angekommen, stellt Linus fest, dass Mr. Parnassus Schützlinge eher etwas speziell sind. Einer von ihnen ist möglicherweise sogar der Sohn des Teufels. In diesem Heim kommt Linus mit seinem Regelwerk und seiner Vorliebe für Vorschriften nicht weit. Das merkt er schnell. Eher widerwillig lässt er sich auf dieses magische Abenteuer ein, das ihn auf der Insel erwartet und erfährt dabei die größte Überraschung seines Lebens. Ich finde, das klingt sehr humorvoll, also es könnte ein bisschen skurril und witzig geschrieben sein und
Ja, irgendwie hat mich das angesprochen, auch das bunte Cover dazu. Das hört sich einfach cool an und dann auch eben dieser Widerspruch zwischen unseren Protagonisten, der halt sehr regelkonform ist, und dann dieser Mr. Parnassus und diese ganzen magiebegabten Kinder, die vielleicht so ein bisschen Chaos dann jetzt in sein Leben bringen und ihn so ein bisschen in Bredouille bringen. Das klingt auf jeden Fall nach einer coolen Story und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch eine Reihe ist. Steht jetzt hier nicht, habe ich jetzt hier nicht gelesen, aber ja, schauen wir mal. Das würde ich mir auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne zulegen. Am 21.05. erscheint eine Neuauflage einer Reihe, die ich schon ewig auf meiner Wunschliste habe und jetzt nehme ich das, glaube ich, als Anlass, tatsächlich mit dieser Reihe endlich mal zu beginnen, beziehungsweise endlich mal den ersten Band einziehen zu lassen und mal zu schauen, ob die Reihe wirklich etwas für mich ist. Denn die hat was sehr Skurriles, Witziges und hat auch noch das buchige Literaturthema, was es mit einbezieht. Und deswegen war ich da immer schon hinterher. Den ersten Band fand ich nie besonders hübsch. Jetzt aber hat sich so ein bisschen die Farben geändert und deswegen spricht mich auch das Optische noch ein bisschen mehr an. Und ich glaube, es kommt sogar nicht als Taschenbuch, sondern als gebundene Ausgabe raus. Ah, das weiß ich jetzt nicht genau. Jedenfalls kommt es bei DTV raus und es handelt sich hierbei um Der Fall von Jane Eyre von Jasper Forde. Schrill, schräg, abgefahren. Können Sie sich eine Welt vorstellen, in der Literatur so wichtig genommen wird, dass es eine Spezialpolizei gibt, um sie vor Fälschern zu schützen? Als Geheimagentin Thursday Next ihre neue Stelle in Swindon antritt, ahnt sie schon, dass ihr die größte Herausforderung ihrer Karriere bevorsteht. Niemand anderes als der Erzschurke Acheron Hades hat Jane Eyre aus dem berühmten Roman von Charlotte Bronte entführt, um Lösegeld zu erpressen. Eine Katastrophe für England, das mit dem seit 130 Jahren tobenden Krimkrieg schon genug Sorgen hat. Aber Thursday Next ist eine Superagentin, clever und unerschrocken. Und wenn sie wirklich mal in die Klemme gerät, kommt aus dem Nichts ihr von den Chronoguards desertierter, ziemlich anarchistischer Vater, um für ein paar Minuten die Zeit anzuhalten. Ja, das war gerade gar nicht so einfach vorzulesen. Ja, es klingt sehr, sehr skurril, schräg, aber auch sehr rasant. Und mit dieser Agentin und verschiedenen bekannten Figuren aus verschiedensten Klassikern. Da ist es natürlich schön, wenn man die Klassiker auch gelesen hat. Ich habe jetzt Jane Eyre nicht gelesen. Ich habe den Film gesehen, aber ich hoffe natürlich und glaube fest daran, dass jetzt hier nicht nur aus diesem einen Buch die Figuren herausgenommen werden, sondern noch andere auftauchen werden, die ich dann vielleicht mehr kenne. Und ja, die Idee finde ich richtig toll und hat was, ja, was Urban Fantasy-mäßiges, ein bisschen was Kriminalistisches, was jetzt nicht unbedingt meins ist, aber ich hoffe halt durch diese ganzen Anspielungen, durch die ganzen Easter Eggs, die hier zu finden sind für verschiedene Klassiker, und diesen humoristischen Schreibstil, da hoffe ich sehr drauf, dass mich das packen kann. Und wenn die Reihe dann weiter neu aufgelegt wird, davon gehe ich stark aus, dann werde ich das natürlich auch weiterführen. Das unsichtbare Leben der Eddie LaRue von V.E. Schwab erscheint am 26.05. und wird bestimmt schon von vielen sehr heiß erwartet, weil V.E. Schwab ist ja eine Autorin, die schon sehr viel in der Fantasy geschrieben hat, das zu Bestsellern geworden ist. Und ich habe von ihr noch nichts gelesen, aber das klingt jetzt sehr, sehr gut. Erscheint im Fischer Tor Verlag, auch so ein Garant, wo man immer wieder etwas finden kann. Und ich glaube, das ist auch der erste Teil einer Reihe. Wir werden mal gucken, ob ich da mehr rausfinden kann. Das unsichtbare Leben der Eddie LaRue ist ein großer historischer Fantasy-Roman, eine bittersüße Liebesgeschichte und eine Hommage an die Kunst und die Inspiration. Eddie LaRue ist die Frau, an die sich niemand erinnert, die unbekannte Muse auf den Bildern alter Meister, die namenlose Schönheit in den Sonetten der Dichter. 300 Jahre lang reist sie durch die europäische Kulturgeschichte und bleibt dabei doch stets allein. Seit sie im Jahre 1714 einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat, ist sie dazu verdammt, ein ruheloses Leben ohne Freunde oder Familie zu führen und als anonyme Frau die Großstädte zu durchstreifen. Bis sie 300 Jahre später in einem alten, versteckten Antiquariat in New York einen jungen Mann trifft, der sie wiedererkennt
und sich in sie verliebt. Ja, ich glaube, der Klappentext würde mich nicht so ansprechen, wenn ich nicht wüsste, was die Autorin vorher geschrieben hat und wenn ich nicht wüsste, dass es im Fischer Tor Verlag erscheint. Weil es scheint ja hier doch eine Liebesgeschichte im Vordergrund zu stehen, aber weil Fischer Tor keine Romantasy verlegt und weil V.E. Schwab vorher eher düstere High Fantasy oder Dark Fantasy geschrieben hat, bin ich da frohen Mutes, dass das jetzt hier auch nicht zu sehr in eine kitschige Liebesgeschichte abdriftet, sondern wirklich auch was Düsteres und was Tiefgründigeres für uns bereithält. Ich finde das interessant, Fantasy mit Kunstgeschichte zu verbinden und sie als Muse darzustellen und bin gespannt, was sie alles so für Geheimnisse hat. Aber ich bin halt ein kleines bisschen skeptisch wegen dieser Liebesgeschichte und deswegen mal gucken, ob ich da vielleicht nicht auch noch ein bisschen die ersten Meinungen abwarte dann. Und das letzte Buch, was ich euch vorstellen möchte, ist was ganz Besonderes, für mich jedenfalls. Und zwar erscheint es am 30.06. voraussichtlich im Buchheim Verlag und ist eine Schmuckausgabe, eine Sonderausgabe eines meiner liebsten Bücher tatsächlich, das ich in den letzten Jahren so entdeckt habe. Und zwar habe ich hier schon die Ausgabe vorher da. Weißer Schrecken von Thomas Finn ist ein Horrorroman, ein winterlich-weihnachtlicher Horrorroman, der mich damals sehr begeistert hat. Und jetzt erscheint eben eine Schmuckausgabe, gebunden in Schuber mit Zusatzmaterial, auch sehr reduziert. Ich glaube, da gibt es irgendwie nur 777 Exemplare. Man kann es schon vorbestellen und das habe ich getan. Und ich wünschte, es würde jetzt schon demnächst rauskommen. Es ist sehr teuer. Ich glaube, es kostet jetzt, wenn man es vorbestellt, 75 Euro. Und dann, wenn es erscheint und noch nicht weg ist, kostet es 80 Euro. Ja, das ist viel, aber ich glaube, für Lieblingsbücher kann man das durchaus ausgeben. Und da weiß ich ja auch schon den Inhalt. Das heißt, ich kaufe mir hier nicht die Katze im Sack. Ich hoffe natürlich, dass die Aufmachung sehr, sehr schön ist. Aber den Buchheim Verlag kenne ich und da habe ich auch schon andere Bücher und weiß, dass die sehr, sehr darauf achten, dass es eine sehr schöne Aufmachung ist. Innen sowie außen. Und deswegen bin ich da schon in heller Aufruhr, dass das erscheinen soll. Eigentlich war das, glaube ich, sogar geplant, zum Nikolaus herauszukommen, weil das Ganze auch mit Knecht Ruprecht zu tun hat, mit der Geschichte von Knecht Ruprecht bzw. Krampus. Und ja, das wäre natürlich sehr passend gewesen, aber jetzt haben sie, glaube ich, war das dann irgendwann im Dezember, haben sie dann aber das sozusagen angekündigt. Dann kam immerhin die Ankündigung im Dezember und das war auch schon ein schönes Nikolausgeschenk. Das kleine Dorf Perchtal im Berchtesgadener Land wird eingeschneit und von der Außenwelt abgeschnitten. Und plötzlich geschehen merkwürdige Dinge. Inmitten eines Schneesturms müssen die Jugendlichen des Dorfs einen Mord an einer Unbekannten aufklären, die einer der ihren wie aus dem Gesicht geschnitten gleicht. Doch eine uralte und zutiefst bösartige Macht steckt dahinter und diese setzt alles daran, ihre Entdeckung zu verhindern. Ja, ich finde, von dem Konstrukt ähnelt es so ein bisschen an S von Stephen King, denn wir haben hier auch zwei Zeitstränge. Einmal treffen wir auf eine Gruppe von Jugendlichen, eine Freundegruppe, und die erfährt eben das, was der Klappentext hier eben schon angedeutet hat. Finden eben eine Leiche, die einer aus ihrer Freundesgruppe sehr ähnlich sieht oder wie aus dem Gesicht geschnitten. Und da erfahren sie schon Übles und Unheimliches. Und dann irgendwann 20, 30 Jahre später geschieht es erneut. Und sie müssen zurück in ihr Heimatdorf und dort wieder alles richten sozusagen. Und sie müssen sich wieder der Gefahr stellen. Thomas Finn schafft es wirklich immer wieder, Mythen und Sagen in seine Horrorromane einzuweben, sodass es richtig interessant und auch lehrreich und gleichzeitig spannend und unheimlich ist. Und ich bin wirklich ein großer Fan seiner Horrorromane. Fast alle von denen schon gelesen, mir fehlen nur noch einige. Weißer Schrecken ist in dieser Ausgabe nicht mehr erhältlich, aber ihr findet das bestimmt noch gebraucht. Und das wird auch nicht ausziehen, das Taschenbuch, weil ich finde auch diese Ausgabe ziemlich schick. Und deswegen wird das dann auch hier bleiben. Ich freue mich wirklich schon sehr, wenn das rauskommt. Das wird eines meiner Highlights im Jahr 2021, wenn das hier bei mir eintrudelt. Ich meine, da habe ich ja auch schon dann ziemlich viel investiert für. Also
Ja, 80 € für ein Buch ist verdammt viel, aber ich hoffe, dass es sich lohnt und dass da noch ein paar zusätzliche Informationen, da soll ja irgendwie auch noch Zusatzmaterial drin sein. Ich bin gespannt, was das sein wird. Und ja, ich freue mich wie ein kleines Kind an Weihnachten und das passt irgendwie auch. Ja, das waren sie, die 11 Buchneuheiten aus dem ersten Halbjahr 2021, auf die ich mich am meisten freue. War etwas für euch dabei und auf was freut ihr euch am meisten im ersten Halbjahr? Schreibt mir das in die Kommentare und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.